und dem Landwirtschaftssimulator 15. Jo, Leute. Ja, wie ihr seht, haben wir uns hier mal um Feld 38 gekümmert. Auf dem ordentlich Weizen ist es, glaube ich, ne? Weizen? Ja, genau. Weizen gestanden hat. Wir haben oder Beta hier auf jeden Fall auch gedüngt. Und daher ist die Ausbeute auch ganz schön groß. Ja, das ist dann jetzt schon der vierte Anhänger, den ich wegfahre, wenn wir jetzt hier voll sind. Und ich muss den mit Sicherheit noch mindestens einmal wegfahren, weil ja, der dann schon wieder voll ist. Also wir sollten auf jeden Fall überlegen, uns da in der Hinsicht was Neues anzuschauen. Ja, also das, wenn wir gleich das Holz dann noch weggebracht haben, dann wird das auf jeden Fall unsere nächste Anschaffung. Neuer Anhänger. Wie das dann mit dem Ziehen so ist, müssen wir dann mal gucken. Eventuell. Ja, wir müssen ja erstmal gucken, was wir verdienen. Ne? Eventuell genau, ist ja dann sogar schon eine Ballenpresse mit drin. Ne? Weil Holz ist ja, in meinen Augen habe ich ja schon mal gesagt, ja, viel zu teuer, also viel zu ertragreich, finde ich. Ja, also kann man sehr teuer verkaufen, das Holz, ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, aber. Ist halt so, wir nutzen das diesmal auch. Ich meine, die Sachen kosten ja entsprechend auch Kohle. Und, ja, vor allem die späteren, ne? Die großen Traktoren. Unser Ziel ist auf jeden Fall natürlich auch erstmal bessere Traktoren für die größeren Gerätschaften dann auch zu bekommen, ist ja klar, sonst können sie die ja auch gar nicht bewegen. Ja, und ich habe jetzt hier einfach mal Strohablage angemacht, weil wir eventuell auch drüber nachgedacht haben, halt, das Stroh auch mit mal mit zu verwerten, auch wenn wir auch schon davon ausgehen, dass es genau wie im LS13 relativ brotlose Arbeit ist, sag ich mal. Da man ja immer sehr wenig schon für das Stroh bekommen hat, das hat sich ja kaum gelohnt. Ja, nur 200 pro 1000 Liter. Echt nichts gewesen. Ist das jetzt auch noch so? Weißt du, also so war es bei LS13. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die das jetzt hier viel mehr erhöht haben. Ich gehe davon aus, dass es ein bisschen teurer wird. Ich würde mir wünschen, dass sie wenigstens ein bisschen angepasst haben. Ja. Da ist es verdammt. Aber es ist ja doch schon eine ganz schöne Arbeit. Ne? Also hier reicht genau die Schnittbreite aus. Ja, du hast unten was stehen. Ne? Genau, aber unten ist es ein bisschen, ich schräg reingefahren bin. Da an der Seite sieht man auch nochmal richtig schön die Animation, wie es über die Schnecke in den Drescher hineingeführt wird. Echt klasse aus. Ja, genau. Und hier nebenan, ne? Das sieht natürlich auch gut aus. So, soll ich jetzt für den kleinen Scheiß her kommen? Ich sammle alles ein. Ah, dann haben wir fast vier Wagen voll gehabt. So, warte mal, ich mach mal schnell hoch. Ja, geht ja aber richtig ab dann, ne? Ja. Merkst du schon. Naja gut, während der Erntezeit fährt man auch meistens hinter den Treckern her, statt hinter den Mähdreschern, ne? Weil die Mähdrescher doch relativ flink sind. Halt. Ja gut, ich meine, so einer hier, wo begegnet man schon mal nochmal einem, der kein separates Schneidwerk hat, ne? Ja gut. Eigentlich schon fast bei uns in der Gegend hier relativ selten, würde ich mal sagen. Ah, ich war letztens von der Arbeit her in der Nähe von Halberstadt und da sind mir Mähdrescher entgegengekommen. Ich habe gedacht, Mann, Alter, wer hat denn das Haus da auf Räder gestellt? Diese Dinger waren solche Monster, die haben anderthalb Fahrspuren eingenommen und ich habe die dann überholt. Ich bin in einen großen Bogen von 20 Kilometern gefahren, weil ich da zu einem Krankenhaus musste. Und als ich dann diesen Bogen von 20 Kilometern wieder zurückgefahren bin, stand ich dann wieder hinter denen. Also die sind aber auch nicht sehr schnell gewesen. Also ich habe gut eine Dreiviertelstunde fast gebraucht, um dann wieder hinter denen zu fahren. Ne? Also das war schon... Ja gut, da gibt es natürlich von früher her noch ganz andere Flächen. Ne? Ja gut. Das sind die alten... Wahrscheinlich die alten LPG-Flächen. Ja gut, hier bei uns sieht man ja auch selten, dass mehr als zwei Drescher auf einem Feld unterwegs sind und da sind teilweise fünf in einer Reihe gefahren, ne? Also das ist schon echt krass gewesen.
Ja, Aber da habe ich auch das erste Mal einen Trecker mit Ketten gesehen. Also, das diese ist Gummiketten extrem quasi. cool gewesen. Ja. Ja, richtig. Ja, die Und ich sind bin auch hinter dem geil. gefahren, also geiles Teil. Also guck mal, scheiße, Alter. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ja. Aber bei mir sieht das hier jetzt so aus. Dadurch, dass wir im Fast-Modus hier gepflanzt haben, dass bis hierhin jetzt schon was angewachsen ist und auf dem Rest noch nicht. Ja, es ist so ein bisschen, ja, ich denke mal, wir werden das Feld bis zur letzten Reifestufe auf jeden Fall lassen müssen, um das dann als komplettes Feld zu ernten, ne? Ja, das fürchte ich auch, ja. Was ich, also ich weiß gar nicht, wieso das bei dem, okay, doch. Wollte gerade sagen, hier bei dem Mähdrescher, der ist gar nicht so richtig dreckig geworden. Aber, also gut, das Schneidwerk ist jetzt schweinedreckig geworden vorne. Weiß nicht, du Aber. bist so voll der Kercher-Fetischist da, ne? Alle Maschinen fährt da ständig zum Kercher hin Ich und macht die sauber. lass den jetzt mal dreckig hier. Ich habe jetzt auch gerade keine Lust, den zu kerchern. Aber Ja, gut. mir ist halt aufgefallen, zum Beispiel, dass der hier an der Seite, okay, der hat hier so ein ganz bisschen Schmutz über dem Radkasten, die Reifen sind dreckig, aber an sich an der Seite ist er nicht besonders dreckig geworden und die Scheiben glänzen eigentlich auch noch so ziemlich krass. Da geht noch was. Also ich mag die Trecker eh oder die Maschinen dann eh etwas dreckiger, weil ich finde, das sieht einfach klasse aus und passt auch so zu diesem Landwirtschaftsflair. Ich mag das nicht, wenn die so sauber aussehen. Außerdem finde ich, sind die nach dem Kärchern extrem glänzend. Und das finde ich Ja, dieser immer so aus, als Glanz, würden sie der ist wirklich so ein frisch bisschen viel. lackiert werden oder so. Stimmt schon, das ist ein bisschen sehr übertrieben. So sehen sie eigentlich besser aus. Das ist, also was heißt besser? Besser sehen sie nicht Ah, aus. Oh, haben wir einen Ruckler drin, ne? oh. Ja. Ja, Es ist halt spät. alles noch. Jetzt Naja, geht's. gut, ja, frühe Servertechnik. Wir haben es so, dass ungefähr alle Viertelstunde mal ungefähr, ne, dass da mal ein etwas größerer Ruckler von 1, 2 Sekunden drin ist. Aber wie gesagt, man bedenke, das Spiel ist gestern offiziell released worden. Der Server ist seit gestern Abend online. Sei verziehen, sagen wir es mal so. Ja, Willst und du auch. jetzt mal diese Sachen mit dem Zug ausprobieren? Ja, wir probieren jetzt mal dieses hier beim Zug da abzugeben. Mal gucken, ob das Habe da. nämlich offiziell im Forum gelesen, dass dort automatisch entladen wird. Gerne mal angucken. Oh, da rollen aber, wenn du hier in die Kurven fährst, rollen die Stämme hier ordentlich durch die Gegend. Ja, bei mir sind die leider im Moment gerade in so einer Ja, jetzt komischen sind sie wieder da, wo Animation sie gefangen, dass sie sie in so so ein einer bisschen Vorrutsche, ne? rumruckeln. So, Ja, dass durch genau. das Lastschutzgitter durchgehen, ne? Ja, genau, ja. Denke ich mal, das liegt noch daran, dass der Chunk irgendwie nachgeladen werden muss oder so ein Zeugs. Ja, Oder? oder das, weil Weiß ich sie die nicht Dings genau. so komisch drauf gemacht haben, die Borke zum Festhalten, wollte ich schon sagen. Ja. Wow. Ah, Wow, tatsächlich. weg ist es. Aber Ja, ich hatte jetzt das das geht Gefühl, als wenn schnell. es weniger gegeben Ja, hätte. habe ich auch irgendwie das Gefühl, ja. Warte mal, ich hatte dann noch gelesen, wenn man den Zug dann noch wegschickt, dass Ob es da dann noch noch mehr mal geht? Geld. Weiß ich Wow, nicht, wow, fährt wow. er. Schnell Was denn? wieder, wenn den Trecker. Alter, ich kann Was hier nicht denn, warum? aussteigen. Komm hier mal her und steig hier mal aus. Ich konnte da eben gar nicht rumlaufen, das hat so krass geruckelt. Ja, geht. Bei mir geht das nicht. Muss hier drauf bleiben. Ja, vielleicht weil der Zug gerade gefahren ist. Da hinten ist er jetzt im Tunnel verschwunden. Mal gespannt. Angeblich soll das noch mal ein bisschen Geld geben. Aber Ist wir das auch, sollten weil wir die beide vielleicht als Server doch. drauf, als Admins drauf sind oder so? Alter, ich kann hier nicht. Oh, Scheiße. Nee, ich kann hier nicht aussteigen. Gerade. Gerade Komisch. geht's gar nicht. Ich fahre hier mal lieber weg. Ich habe jetzt gerade gar keine Probleme. Ja, fahr du weg, ich warte mal, bis der Zug wieder da ist. Und ja, gut, das Ist halt auch nicht Geld habe ich synchron, mir ne? Also jetzt. der Zug steht bei mir die ganze Zeit hier halt. Den wollte ich ihn So. eigentlich auch mal losschicken, aber mal gucken, ob das Okay. geht, wenn ich ein Stück weg bin. So, hier hinten kann ich mich nochmal bewegen. Gerade jetzt gehe ich da nochmal hin.
Aber Ich auch vielleicht mal war einen bei Zug mir. los. Geh mal raus aus dem Bereich so ein bisschen. So, jetzt fährt bei mir der Zug erst los. Bist du denn hier noch? Ich sehe dich auch gar nicht mehr auf der Map irgendwie. Ich bin hinter dir. Was? Sehe dich nicht mehr. Jetzt bin ich. Du läufst hier direkt vor mir rum. Okay. Geh mal hier Ah, rein. Jetzt sehe ich. jetzt bist du wieder da bei mir auf der Map, ja. Ah, jetzt kommt gerade mein Zug wieder. Okay, meiner ist gerade weg. Nicht auf die Gleise! Nein! Ich bin mal gespannt. Ich bezweifle, dass es jetzt noch extra Geld gibt. Ich glaub's auch nicht. Wir hatten ziemlich Und viel drauf. Ich glaube, ich habe einmal nö. schon im Singleplayer einen Zug losgeschickt. Das war aber an einer anderen Stelle. Okay. Das war da oben neben der BGA. Ja. Und da habe ich auf jeden Fall, da hatte ich gar nichts draufgeladen, aber dann habe ich trotzdem Geld bekommen dafür. Oh, Scheiße. Oh, wo fährst du denn dahin? Irgendwie dachte ich, ich passe daran vorbei, aber es war wohl ein Irrglaube. Ja, aber ich bin dafür, dass wir es echt per Hand abladen, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, gestern haben wir für manchen Stamm 20.000 bekommen und jetzt haben wir für alles zusammen gerade mal 30.000 bekommen. Ja, das stimmt, und da waren genau, eigentlich genau dieselben Stämme dabei. Es waren sogar zwei komplette Bäume, die wir da drauf gehabt haben. Ja. Warte mal, Schade, ich schade. geh nochmal zum Anschlagbrett rennen. Mal gucken. Schau ich mal, ach so, Ballentechnik wollten wir jetzt. Gut, für die Rundballenmaschine, da fehlen uns noch 22.000. Die Für was? Rundballenpresse. Für die Rundballenpresse 22.000. Fehlen uns 22.000. noch. Ja gut, ich meine, wir könnten natürlich drüber nachdenken, was kostet denn ein vernünftiger Kipper? Ach, ein vernünftiger Kipper, dann schauen wir mal. Ey, und Leute, ihr müsst hier so aufpassen, ne? Ich empfehle, haltet eure Maus hier unten. Weil wenn ihr, ich habe eben schon wieder aus Versehen hier oben doppelt geklickt, als es ein bisschen nachgeladen hat, dann hatte ich schon wieder ein Schneidwerk gekauft, was wir gar nicht wollten. Ja, sehr gut. Ja, das habe ich dann wieder verkauft. So, Also am besten bin ich mir wäre nicht. eigentlich entweder der Bull mit 32 oder gleich der Krampe mit 40. 1000 Liter. Das Problem ist, das habe ich bei einem anderen YouTuber im Video gesehen. Unter den Bull und den Bandit zum Beispiel passt da geht der Mähdrescher nicht mehr. Das Rohr ist zu niedrig. Ach so, dann geht unser kleiner Mähdrescher natürlich nicht mehr. Nee, das kann natürlich Richtig, sein, genau. ja. Da muss man den Umladewagen dann holen halt, ne? Ja, oder Den einen gibt es anderen ja auch. Mähdrescher. Ja, gut. Es gibt ja einen Umladewagen, den man kaufen kann für sowas. Wo ist denn der Ich bin mir unter aber auch. Diverses oder unter Nee, Ladewagen? unter Umladewagen. Neben Auto. Aber, Ah, Überladewagen, wie hat der denn? Ich würde fast ja. Oh nee, aber das ist auch doch schon schon scheiße. den Argoliner einfach nur holen. Der hat 21.000 Liter, das sind fast dreimal so viel, wie wir jetzt haben. Blöd ist es, er hat vorne mit einer Deichsel, ne, Ja, also vorne, kann man voll scheiße rückwärts mitfahren. der finde ich total kacke, ja. Ich kann es ehrlich sagen, aber. Oder wir kaufen noch einen zweiten Brandter, weil man kann die nämlich hintereinander hängen. Aber das wäre eigentlich Geldverschwendung. Auch die auch? Okay. Ja, nee, finde ich jetzt auch irgendwie Verschwendung. Ich würde jetzt einfach erstmal. Was ist denn mit dem Ladewagen? Wollt ihr jetzt den Ladewagen, die Ladewagen sind schon relativ haben? günstig. Kostet 27.000, der. Aber Göttingen. man verdient halt nichts. Ich befürchte, man verdient nichts mit Dem losem Stroh, Stroh. ja. Da müssen wir auch schon ein Schneidwerk Deswegen. wieder haben. Also Ja, beziehungsweise deswegen ein würde ich Mähwerk. tatsächlich auf Ballentechnik gehen. Müssen wir halt jetzt wirklich ein, zwei Bäume fällen und gucken, wie wir es mit Handabladen bekommen, ne? Ja, gut. Das werden wir dann auf jeden Fall erstmal machen. Leute, es werden jetzt hier erstmal ordentlich Bäume gefällt. Und Hier liegen lustigerweise, sogar noch welche. oder was heißt lustigerweise, blöderweise eigentlich, bekommen die Bäume ja, wenn man sie
nicht erst zerschneidet, sondern. Also, das habe ich glaube ich schon im letzten Video gesagt, dass sie immer wieder ihre Äste bekommen. Ah, du hast mich fast überfahren. Ich bin durch dich durchgefahren, sogar, um genau zu sein. Ja, heute ist Halloween, ich ghoste heute hier durch die Gegend. Ich bin nämlich der Geist eines von Hamsen umgefahrenen Bauern. Sag mal, guck dir das mal an, wie dreckig der Anhänger jetzt schon wieder ist. Alter, weißt du, ich stelle gleich überall an jede, alle 80 Meter oder so einen Kercher auf. Kann man nicht sagen. Achso, und noch was, als wir angefangen haben mit der Session, war unsere Motorsäge von gestern übrigens weg. Ja. Und freundlicherweise. Wir haben hier schon den nächsten Baum, ne? So, ich probiere jetzt mal was aus. 1, 2, 3. Ich wähle jetzt immer so ungefähr 1, 2, 3 und da schneide ich den Baum durch. 1, 2, 3. Was machst du mit 1, 2, 3? Ich zähle ab, wie lange ich den Baum mache. Die Stücke noch. Wie zählt man denn da Stücke ab? Naja, wo ich schneide dann halt, ne? So, jetzt hast du da ein voll kurzes Stück gesägt. Oh, der war ja hier schon zu Ende. Ich dachte, der Baum wäre noch länger. Der hier muss, glaube ich, nochmal durchgesägt werden. 2, 3. Ach, du zählst einfach nur 3 Sekunden nach. Ja, und laufe währenddessen. Bewegt sich ja hoffentlich immer gleich schnell. Das mit dem Sägen, dann können sie ruhig noch ein bisschen das dann verbessern. So, und schon hat er wieder Äste gekriegt hier. Aber nur unten, weißt du? 1, 2, das ist hier die Spitze, muss die Spitze nochmal durch. 2, 3. Ah, nö, die Spitze, die ziehen wir so irgendwie rauf. So, und jetzt widmen wir uns schnell den Ästen. Mach das jetzt auch. 1, 2, 3. Hässlicher Ast weg mit dir. Auch diese Luftäste sollen weg. Und zum Beispiel, das ist im Moment auch nicht simultan wie bei Peter und mir die Äste aussehen sozusagen. Zum Beispiel bei ihm ist wahrscheinlich der ganze Baum da schon ohne Äste. Und bei mir nicht. Welcher? Der, den du hier umgelegt hast, der hier schräg ist. Nee, den habe ich gerade erst zersägt, weil ich verhindern wollte, dass halt wieder das Blattwerk auftaucht. Okay, ich habe vergessen, glaube ich, diese Runde den Timer zu starten. Deswegen würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wir noch ungefähr 10 Minuten haben. Ganz so viel haben wir ja noch nicht gemacht. Bisschen kürzere Folgen wären auch nicht schlimm, denn die Dateien sind ganz schön groß. So, jetzt muss ich mich mal kurz wieder einfahren hier. Nee. Würde ich mir mal ein neues Aufnahmeprogramm holen? Ich kann dir da ein ziemlich gutes empfehlen. Aber ich wollte dafür kein Geld ausgeben. So. Mal geizig. Ja, ich hab mir mal das Bandicam geholt. Das ist ziemlich geil. Das gab's irgendwie so mit zwei Lizenzen für 33 Euro. Eine Lizenz hat meine Frau bekommen, weil die ja auch also ein paar Videos macht. Oder gemacht hat auch. Und ja, gerade so Minecraft-Style hat sie gemacht. Okay. Und war ganz gut. Deswegen haben wir uns da irgendwann mal gedacht, weil immer kostenlose Versionen konnte man immer nur 10 Minuten Videos aufnehmen. Und als ich dann angefangen habe für YouTube ein bisschen Dingsfolgen aufzunehmen, ein bisschen längere Folgen, da habe ich mir gedacht, holst du dir jetzt einmal so ein Programm und Bandicam ist echt. Alter, da hebt aber der Trecker vorne schon ab, ne? Also. Echt? der ist hier die Stamm. Hinterreifen. Bewegen sich da schon. Krieg ich den jetzt da drauf? Ja, ich habe halt Open Broadcaster. Open Broadcaster ist eigentlich echt total cool. Oh. Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist, dass ich manchmal meine Dings verstellen und man kann da also wirklich auch viel dran einstellen. Wahrscheinlich liegt das jetzt auch nur daran, dass ich das eingestellt habe. Das Ding ist doch schon in zwei Teile gewesen, oder irre ich mich? Welches? Dieser hier. Der hier? Der ist hier durchgeteilt. Ah, der ist hier durch. Ja. Gut. Aber da kommst du nicht ran, oder? Na, mal gucken.
Und was ich auch nochmal so zu bemängeln habe, ist die Mausempfindlichkeit. Und das ist jedes Mal wieder dasselbe. Die ist viel zu niedrig. Warum? Hey, was ist denn Oh das? Scheiße, wir haben den hier doppelt durchgesägt. Den hatte ich doch schon klein gemacht. Scheiße. Nein, dann haben wir da so ein Ministück dazwischen. Ob wir das überhaupt Das, laden können? nee, ich glaube nicht, das können wir hier liegen lassen, wenn wir irgendwann mal. Wenn wir irgendwann mal mit dem Dings kommen, hier mit dem Häcksler, dann können wir das mit Häcksler. reinschmeißen. Ja. Oh ja. Ja, die eine oder andere Bewegung. Gut, das sind auch ziemlich große Stämme. Was wiegt so ein Stamm in echt? Eine halbe Tonne bestimmt, so ein großer hier, mindestens. Haben wir ja schon einen guten Durchmesser. Ich denke auch, dass die schon ein gutes Gewicht haben werden. Was ist eigentlich mal für ein Geräusch? Man, ist das ein russisches Spionageflugzeug hier oder? Was für ein Man, Geräusch ist das denn? so wie so ein. Wie so ein Gyrokopter oder so ein Kram? Ah, das Also weiß ein ich auch nicht. Leichtflugzeug. Ach so. Ja, ich hab's auch gehört. Ja, sind schon wieder russische Maschinen über Europa unterwegs oder was? Wirklich ist das also. Aber sie haben ja Inzwischen? keine illegalen Sache gemacht, sie haben ja keinen Luftraum verletzt. Da habe ich mir erst gedacht, hey, wie haben sie das gemacht? Wie sind sie von ganz Russland hergeflogen bis über Ostsee, ohne den Luftraum zu verletzen? Was Ja, mir richtig, eingefallen das ist, ach ja, ist. die können ja ganz nach da oben rumfliegen, ne? Ja, warte, ich fahr dich mal näher ran, mach mal Stützen rein. Jo. Aber auch lustig, das U-Boot, was keinem gehörte, ne? Ja. So. Was dann auch auf einmal wieder verschwunden war, ja. Richtig. Und keinem gehörte das U-Boot, also das ist schon eine ganz lustige Sache. Aber wir wollen uns hier nicht über Politik unterhalten, das sorgt nur für Streitereien. Mann, die ich schon ziemlich oft erfahren musste. Was machst du denn da? Er war irgendwie, hat er sich irgendwo dran festgehakt gehabt. Erstmal. Eigentlich, also ich mag diesen Kran ganz schön gerne. Ja, und darum spielst du diesen Kran und ich nicht, weil ich kann diesen Kran auf dem Toten hier ausstehen. Den voll scheiße. Man kann den damit eigentlich sehr genau arbeiten, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig für euch ist, aber. Ich würde sagen, holen wir als nächstes. Was sagst du? Ich bin gerade überlegen, welches Stück wir uns als nächstes krallen. Ich bin überlegen, das, was jetzt vor dem Trecker liegt, den Baum, damit wir die dicken halt unten haben, ne? Die ganzen dicken Stämme. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Weil hier liegt nur noch eine Spitze und ein kurzer. Ja, und da vorne ist halt noch ein ganzer Baum. So. Wunderschön gelegt, Mann. Fahr mal Stützen ein, dann fahr ich. Eben. Kannst du Da auch von links vorne dann noch ein arbeiten? dickes Ende, ne? Dann. Wo? Das ist aber nur ein ganz kurzes. Also kurz, also das eine, was du nimmst, ist gar nicht so kurz. Aber gut, okay, ich kann noch erst mit denen hier anfangen. Muss hier nur mal kurz aussteigen, weil bei mir sind da noch Äste dran. Bei dem Baum hier? Ja. Wird mit Sicherheit jetzt auch bald ja, denke ich mal. Geht ja zum Glück einigermaßen schnell. Ja. Letzte Stamm, den du aufgeladen hast, das ist ja ein richtiger Kaventsmann. Der bringt bestimmt ordentlich Geld. Ja, der sieht schon gut aus. Orientieren. Also das Einzige, was ich nicht so gut hinkriege, ist mit rechter Maustaste hier dieses Einknicken sozusagen von dem Teil. Ah, okay. Das kann ich mir irgendwie noch nicht. Die Richtung kann ich mir nicht merken. Welche Ich ich da hatte mal mache. Probleme mit dem Drehen des Kopfes und dem Auf- und Zumachen. Das habe ich immer grundsätzlich verwechselt. Oh, warte mal. Was dran bei mir hier? Wenn der andere die Kettensäge benutzt, hat man keinen Sound, ne? Und man sieht auch nicht, dass er die benutzt. Ja. Scheiße.
Das ist nicht so schön, wollte ich sagen. Ja. Aber wie gesagt, das Spiel ist 2 Tage raus. Ich denke mal, da kommt noch einiges. Ich habe ja gelesen, dass einige Vorbesteller sich darüber aufgeregt haben, dass sie ihr Spiel erst am Release-Tag bekommen haben, während es bei namhaften Großelektronikhandeln Händlern schon in den Regalen gelegen hat, ne? Und jetzt beschweren sich alle darüber, warum sie überhaupt vorbestellen sollten, wenn es die Spiele im Laden doch eher gibt, als die Vorbesteller sie bekommen. Gut, aber was soll ich dazu sagen? Ich meine, das ist eigentlich ihre eigene Schuld, ne? Ja, gut. Und Ja, das kann der ich durchaus. Online-Versand, der große Online-Versender, der, wo die meisten Leute das bestimmt vorbestellt hatten, ist ja im Moment auch in Tarifstreik verstrickt und somit ist eigentlich davon auszugehen gewesen, dass da vielleicht etwas nicht ganz pünktlich ankommt. Könnte man fast von ausgehen, ja. Ja gut, wir hatten ja über einen Gutschein haben wir sogar 20%, oder waren das 20% oder so Weiß haben nicht, aber auf wir jeden Fall. da Es waren Geld gespart. 22 Euro, ja, und das hat noch Spiele geschenkt bekommen. Auch wenn ich die Zeit Ja, leider. jetzt nicht unbedingt die Top-Spiele, Nee, ne? nicht wirklich, aber die Was waren war das? lustig. Demolition Company Demolition und. Company und Schiri-Gion Simulator haben wir noch dazu Ja, bekommen. Schiri-Gion Simulator, Also genau. Schiri-Gion Also Simulator irgendwann. ist echt übler Trash, also, muss ich mal so sagen. Also, das müssen wir mal unbedingt irgendwie zu zweit spielen und dann haben wir da übelst was zu lachen, wahrscheinlich, weil das soll richtig schlecht sein. Schiri-Gion Simulator ist wirklich echt schlimm, also. Das ist, Ich habe es nicht gespielt, also ich es hab's, war ich mir hab ja doch. Demolition Company habe ich ja richtig. Habe ich ja eigentlich quasi durchgespielt, ja, ja auch Let's Play bei mir auf dem Kanal. Ja, geht eigentlich auch, ne? Das Ja, macht das ist gar eigentlich nicht auch so gar uncool. nicht, weil man diesen Karrieremodus da hat, wo man sich halt die neuen Sachen und so kaufen kann, ne? Genau, ja, das ist eigentlich echt lustig so, aber das andere, das ist irgendwie nur bau da oben dein Zeug hin so und dann hast du das hingebaut, dann musst du eigentlich nur immer die Skipisten da lang fahren und ja, du hast halt noch zwar so Missionen, wo du noch so ein bisschen was machen kannst in Richtung ja, hol da einen Verletzten ab oder mach dies und jenes noch, aber das ist alles nicht so toll, ehrlich zu sein, also weiß ich nicht, nee, das kann man eigentlich nur auf schnellen Vorlauf dann stellen. Oh, die Zeit ist um. Kann man eigentlich nur auf schnellen Vorlauf stellen und dann mal hoffen, dass man damit Geld verdient. Ja, Leute, wir machen das hier noch voll. Spätestens beim nächsten Mal abladen an der Wasserstelle. Ihr seid ja wieder bei uns. Dann gucken wir mal, was wir an Geld rausbekommen und dann gucken wir mal, was wir uns als nächstes kaufen werden. Maschinen, Maschinen, Maschinen. Genau, mit dem Ausblick von hier schräg links unten auf unsere. Also, da sind echt schon richtig dicke Dinger drauf, ne? Auf unsere dicke Ladung. Ja, verabschieden wir uns für dieses Mal und sagen bis zum nächsten Mal. Bis später, reingehauen. Tschö.